the Dreams. Was geht ab, meine Z-Fighter Oserio, und heute mit den Summons zum neuen Transforming Vegeta. Bevor wir den Anfang von ein, zwei Sachen aus und vorweg, ich habe nämlich heute schon ein Video rausgehauen zu der neuesten Celebration, die sowohl auf JP als auch auf Global stattfindet, nämlich dem Saiyan Day. Dort gibt es alle Infos und Details, Freunde. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung setzen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Vor allem, wenn ihr euch der Frage stellt, ob man überhaupt hier für Vegeta summonen sollte oder nicht. Denn dort bin ich explizit drauf eingegangen und habe quasi meinen Standpunkt dazu gesagt oder meine Ratschläge, sag ich mal, Tipps. Jedenfalls, Freunde, werden wir gleich hier auf JP summonen für den Transform Vegeta, bevor wir gleich losspringen, noch die zweite Sache. Und zwar werde ich heute Abend streamen, Freunde. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Schaut ihn euch auf jeden Fall am besten an. Oder bei mir auf den Social Media Kanälen, Twitter oder Twitch. Ich weiß aber noch nicht, was genau wir machen werden. Eigentlich liegt die Tendenz gerade dazu, dass ich meine Global Summon dann heute Abend streamen werde. Aber könnte auch sein, dass es vielleicht zu etwas anderem kommt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Deswegen schaut am besten in den Streamplan oder checkt meine Social Media Kanäle ab. Ich werde euch vor Beginn des Streams wissen lassen, was genau wir machen werden. Es gibt nämlich auch noch ein, zwei andere Sachen zu tun, sei es Battlefield, die Medaillenfarm oder Extreme Battle und. Deswegen, Freunde, schaut am besten in den Streamplan, in die Social Media Kanäle. Ich werde euch das Ganze dann wissen lassen, was wir heute Abend streamen werden. So 19 oder 20 Uhr gehe ich live. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Tendenz, wie gesagt, liegt dazu, dass ich eigentlich gerne meine Global Summons in den Stream raushauen würde. Wovon hängt es ab? Zum einen auch, wie wir jetzt hier rausgehen bei den Summons auf JP, Freunde. Wir haben zum einen den neuen Vegeta, das ist unser Ziel. Ihn hätten wir gerne. Eine Sache frage ich mich bei dem Vegeta. Was ist mit seiner Stirn? Ja, keine Ahnung, der hat übel die große Stirn so vom Atmen, okay? Nee, ist nicht schlimm, natürlich. Jedenfalls, Base von Vegeta, ihn würde ich gerne ziehen. Diesen Vegeta auch. Er wird zu Super Vegeta. Die zwei in der Rotation linken sich mit jedem Linkskills von Stufe 1 bis 3. Also Super Saiyan, Super Vegeta und Super Saiyan 2. Wirklich auch an sich, nach dem Awakening, ist er wirklich eine sehr gute Karte. 35 aus den 9 Medaillen braucht man, um ihn zu awaken. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Macht gut Schaden, ist offensiv, defensiv stark. Full Power Goku haben wir am Start. Kann ich auch noch verwerten, auf jeden Fall bei mir auch hier auf JP. Ich habe zwar einen während Dupe an dem Fall. FIFA Vegeta kann ich auch verwerten. Bei denen ist es natürlich so, frage ich, warum ist hier drin? Ich meine, okay, da kommt ein Super Class Boost vom Leader Skill, aber ich hätte mir da vielleicht einen ein oder anderen Charakter gewünscht. Bardo kann ich auch auf jeden Fall auch verwerten. Ist ein sehr, sehr guter Charakter. Easy Vegeta kann man mitnehmen. Der, ja, der ist halt, wenn er kommt, ist halt da. So, wisst ihr, was ich meine? Wir haben 7 SSR. By the way, die ganzen Base von Vegeta könnt ihr nutzen, um die SA von dem beiden Base von Vegetas zu erhöhen. Natürlich, wenn ihr die SR-Charaktere auf SSR bringt, haben sie eine 50%ige Chance. Und dann würde ich schauen, der Vegeta schaut schon so grimmig. Gehen wir mal da am besten rein und gucken, wie das Ganze läuft, Freunde. Wenn ihr summon werdet, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wenn ihr schon gesummoned habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Und wir fangen sofort an mit einer Combo. Wir fangen sofort an mit einer Combo, Freunde. Ich hatte heute The Dreams, Freunde. Ich hatte heute The Dreams. A man has dreams. Deswegen gucke ich mal nochmal hier rein. Ja. Sieht doch ganz gut aus hier. Mit meinem Scouter. Den setzen wir uns mal auf, Freunde. Zum Saiyan. Den werden wir auch zum Saiyan. Nicht der falsche. Oh, wir hatten die Combo. Ich hoffe jetzt aber nicht, dass wir 3 SSR durch die Combo ziehen. Ich hätte da schon gerne die Featured-Charaktere. Ja, mein Scout ist ein bisschen krumm. Ja, das ist halt nicht optimal für meine Kopfgröße, sag ich mal. Deswegen die Stirn von Vegeta. Nee, Spaß beiseite. Wir gucken mal, wie das Ganze jetzt verläuft, denn... Ah, Mann! Diese Combos können natürlich Featured heißen. Oder ihr seht es, 3 SSR. Und wenn es 3 SSR sind, sind sie häufig nicht Featured. Wenn ich diese Kombos kriege, würde ich liebend gerne daraus Featured Charaktere bekommen. Oh. Oh Mann. Okay, ich will mich nicht beschweren. Ich weiß, es sind 3 SSR, aber wenn man diese Kombo dann kriegt, dann freut man sich. Ja Mann, geil, Featured Charakter. Und dann, wenn das andere kommt, dann ist halt so, oh mein Gott. Ja, mit den ganzen Animationen werden wir auch täglich schlauer, Freunde. Aber wirklich, ihr habt es ja gemerkt hier. Der Gohan und Piccolo ist eine Combo, normalerweise Featured Charakter, aber auch hier an der Stelle oder dann 3 SSR. Ah, es war ein falsches Power Level, sag ich mal. Ich hatte schon die Hoffnung, den Scouter lassen wir mal hier, wenn ich vielleicht etwas fühle. Oh. Oh. Gokus Power Level 0. Ganz alleine, einfach 0. Ob da was geht. Okay.
Ist das die neue Meta? Einfach Goku Mutten sehen, alleine mit der Gotku-Transformation? Also drei SSL haben wir. Die Frage ist, was für drei werden es sein, Freunde? Ihr seht schon, ich blick die ganze Zeit zur Seite. Oh mein Gott, ein Dip für Full Power Goku. Dieser Full Power Goku ist so ein guter Charakter in Sachen Link-Skills an sich. Ein Dip für den, das wird den einfach nur asozial gut tun. Vor allem für mein Goku's Lineage-Team. Das freut mich auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Also ja, da hat sich Power-Level verschätzt hier an der Stelle. Vielleicht funktioniert mein Scouter nicht so gut, aber wir hatten ja das auch. Es ist ja voll witzig, wenn so auch so Animationen, wo man nichts erwartet, dann Hype kommt. Das ist übel geil auf jeden Fall. Wir hatten ja auch mal im Stream. Warte, wir haben Goku bekommen. SSR, das war der erste, ne? Wir hatten ja auch im Stream, dass wir nur Chaozu-Mutter sehen, alleine hatten, wurde zum Goku. Da haben wir auch was Krankes gezogen. Ich glaube, LF4-Farm Vegeta. Okay, Captain Goku, Baseform, annehmen, annehmen, natürlich. Und dann habt die ganzen Baseform Vegeta, Freunde, behaltet ihr, denn das sind dann quasi SA. Die könnt ihr für die SA nutzen, für die anderen Baseform Vegeta. Und ja, auch, wir haben hier die ganze Zeit Goku-Familie. Hey, das ist Gokus Family hat es hier gezeigt. Jetzt haben die mal zum Sane Vegeta eine Karte gegeben, aber trotzdem kommen die ganzen Gokus. Aber der Full Power Goku habe ich auf jeden Fall gefreut. Der war wirklich sehr, sehr cool an der Stelle. Der Full Power Goku, an sich ist ein sehr guter Charakter, Freunde. Link Skill, Prepare for Battle, Shocking Speed, Super Saiyan, Fierce Battle, Saiyan Raw. Okay, 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 okay. Also, es läuft ja bis jetzt ganz schön, würde ich sagen. Und zwar, oh mein Gott. Oh mein, was ist jetzt los? Ich muss immer diesen Scouter benutzen hier an der Stelle. Oh mein Gott, was los hier? Dokkan Exclusive. Ich weiß, ich raste ein bisschen aus. Ich mache immer mal gerne ein, zwei. Ich mache immer mal gerne ein bisschen Faxen, Freunde. Ich hoffe, jeder versteht das als auch Spaß. Aber wir haben ja einen Dokkan Exclusive Charakter. Die Sache ist die, 7 SSR sind featured. Ich muss jetzt alles richtig machen. 7 SSR sind featured. Aber 6 sind Dokkan Exklusiv. Welcher von den 6 wird das sein? Okay, falsch. Ah, nee, 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 nee. Ah, was ist da los? Scouter! Das ist der New Meta. Das ist der New Meta, Freunde. Holt euch auch so einen Scout, der legt ihn euch zu. Schaut an, wow, was so nice. Der hat mir das Ganze geschickt. Wir haben hier noch ein GSSR. Krass. Geiler Multi. Ja, jetzt kommt. Geiler Multi. Jetzt wollte ich sagen, kommt die Vegeta-Farm. Ja, wir hatten auch Bardock. Also, wow. Bei allem Respekt, wir haben übel gut gezogen. Das ist wirklich ein sehr schöner Multi. Ja, diesen Vegeta, der ist halt dabei. So, was soll ich jetzt sagen? Aber Bardock. Bardock Dupe ist auf jeden Fall sehr, sehr gut hier an der Stelle. Das freut mich umso mehr, Freunde. Ich hoffe, ich kann auch mein Glück weitergeben, Jan Dash. Wir haben mich bis jetzt sehr, sehr gut gepult. Wenn dem schon so ist, lasst uns hier ein Groupstar machen, Freunde. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ihr könnt mich dann gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Ich werde gleich 110, 3 zu 1, sei es in den Kommentaren, sei es in Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram. Die ganzen Links sind in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wir hatten ja einen Vegeta an der Stelle. 3 Zoll. Wer bist du? Du kannst schon mal zur Seite. Selbst Super Vegeta. Okay, nur Jesse. Selbst gegen Super Vegeta hätte ich nichts. Ja, ah, der ist wahrscheinlich mir ein bisschen böse, weil ich seine Stirn. weil ich seine Stirn komisch fand. Na, du Vegeta, eigentlich finde ich ja die Stirn gar nicht mal so. Ich finde ja eigentlich ganz cool so. Wenn du willst, kann ich mir auch eine Stirn vergrößern. Hauptsache, ich ziehe dich dadurch, Freunde. Erstmal mit dem ganzen Spaß und Käse und Quatsch beiseite. Wir haben hier am Ende noch die Combo: Krillin! Lasst uns hier noch, weil es so gut getan hat mit dem Scouter, im letzten Summon unseren Scouter auspacken. Okay. Ich hoffe, es ist ein Featured. Ich hoffe, Krillin packt uns einen Featured-Charakter aus. Das wäre wirklich sehr, sehr geil zum Abschluss. Dieser Scouter ist echt zu klein, ey, keiner weiß. Aber, hier ist ein falscher. Vegeta. Vegeta, komm jetzt, ich habe so viele SR-Vegeta gezogen. Ist es ein Bait? In dem Sinne hat er mich gebetet, dass ich dachte, dass es ein Bait wäre. Es sieht so aus, als wäre es ein Featured-Charakter. Es ist! Oh mein Gott. Yeah. Ich muss vielleicht ein bisschen cooler machen. Es ist... Ja, doch! Super Vegeta! Okay, cool, den nehmen wir auf jeden Fall an. Sehr schön.
Und die Base-Zombie-Gegner, die werden alle in den Rhein gehen hier an der Stelle. Cool, dann hatten wir zumindest einen der neuen Charaktere ziehen können, Freunde. Das freut mich doch auf jeden Fall. Der Super Vegeta ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Unterschätzt ihn nicht. Dann kann ich mir auf jeden Fall hier auf JP zumindest mal ransetzen und ihn showcasen, den Boy. Wirklich ein sehr guter Charakter. Und ja, wir haben leider Transforming Vegeta nicht gezogen, Freunde. Ist nicht schlimm. Auf JP waren es die Summons. Nehmen wir auf jeden Fall Dunkit an der Stelle. Wie gesagt, Tendenz, ja. Wenn ich jetzt schon so das gesehen habe, Tendenz heute Abend im Stream, Freunde. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut rein. Ich werde auf Globus summon. Weil wir haben hier auf JP Transforming Vegeta nicht gezogen. Deswegen werden wir so Glück auf Global versuchen. Da haben wir auch noch ein paar Stones, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Viel Spaß und viel Erfolg bei den Summons. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Geheimtipp. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.